O Heiland, reiß die Himmel auf. Gott, wir sehnen uns nach dir. Wir sehnen uns danach, dass alles wieder gut wird. Heute zünden wir schon die zweite Kerze an. Bald ist es soweit und wir dürfen deine Nähe spüren. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Und so feiern wir diese Andacht im Namen Gottes des Vaters, der unser Gebet hört, im Namen des Sohnes, der uns ganz nahe ist, und im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns auch über Abstände hinaus miteinander verbindet. Amen. Hören wir den Psalm 80. Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe. Erscheine, der du thronst über den Cherubim. Erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe. Herr Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen beim Gebet deines Volkes? Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen. Gott Zebaoth, wende dich doch. Schau vom Himmel und sieh, nimm dich dieses Weinstocks an. Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir großgezogen hast. So wollen wir nicht von dir weichen. Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. Herr Gott Zebaoth, tröste uns wieder. Lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. Beten wir. Gott, manchmal kommt es uns so vor, als müssten wir uns durch Dornen kämpfen. Wir wissen manchmal nicht, wie es weitergehen soll. Öffne dein Ohr für unsere Sorgen und hilf uns, diese zu tragen. Sieh auf uns und lass uns ruhig werden in dir. Du Gott, du bist unsere Kraft und unsere Hoffnung. Du kommst, um uns zu trösten. Mit dir können wir Berge versetzen. Mit dir erreichen wir die Lichtung mitten im Wald. Stärke diese Gewissheit in uns. Amen. Thank you.
heutige Lesung steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 21. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Lieber Gott, ich weiß, mein letzter Brief an dich ist schon lange her. Aber ehrlich gesagt geht's mir gerade nicht so gut. Aber vielleicht weißt du das ja eh schon. Irgendwie weiß ich gerade nicht, wie es weitergehen soll und wird. Und das macht mir Angst. Vieles ist gerade gegen mich. Schau doch runter auf deine Erde. Siehst du nicht, was wir Menschen hier anrichten? Hast du mir nicht mal versprochen, dass du uns von all dem befreien wirst? Dass du uns helfen willst? Du hast doch gesagt, dass du für mich wie ein Vater sein willst. Warum spüre ich das gerade nicht? Wann kommst du? Kommst du mich denn bald mal besuchen? Was soll ich vorbereiten für dich? Wo möchtest du dann wohnen, wenn du kommst? Und was brauchst du von mir, damit du dich bei mir wohlfühlst? Manchmal fällt es mir schwer, dir zu vertrauen, wenn ich all das um mich herum sehe. Hilf mir doch, damit umzugehen. Schick mir doch bitte ein bisschen Hoffnung. Ich warte auf deine Antwort. Alles Liebe. PS, ich kann es kaum erwarten, dass du kommst. Ich lese aus dem Buch Jesaja, Kapitel 63, aus der Übersetzung der Basisbibel. Schau doch vom Himmel herab, wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht? Dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit? Wir merken nichts davon. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Befreier.
Das ist von jeher dein Name. Warum lässt du uns in die Irre gehen, sodass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Wende dich uns wieder zu. Wir sind doch deine Knechte. Wir sind die Stämme, die für immer dir gehören. Für kurze Zeit wurde dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Feinde traten dein Heiligtum mit Füßen. Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. Es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge vor dir beben. Als ich diesen Text zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich ziemlich darüber geärgert. Ich will eine schöne, adventliche Predigt halten und nicht so herausgerissen werden aus meiner Besinnlichkeit. Es hat mich unglaublich irritiert, warum gerade jetzt so ein Text kommt. Das soll ich mich fröhlich auf Weihnachten vorbereiten, auf dieses schöne und positive und besinnliche Fest und dann so etwas. Ein Text, in dem nur über Gott und die eigene Situation geklagt wird. Das Volk Israel ist aus dem Exil zurückgekommen und klagt über den Verlust seines Landes und seines Tempels. Das Volk steckt mitten in einer Krise. Und damit soll ich mich jetzt im Advent auseinandersetzen. Ich habe den Text ruhen gelassen und habe andere Dinge gemacht. Ich habe eine schwere Beerdigung vorbereitet und überlegt, wie wir unser Krippenspiel mit den Konfis trotz Abstandsregeln schaffen können und ob ich in den Weihnachtsferien meine Familie besuchen kann. Vielleicht ist doch nicht alles rosig, nur weil gerade Advent ist. Und vielleicht wäre es naiv, so zu tun, als wäre alles nur besinnlich zur Zeit und als gäbe es unsere großen und kleinen Sorgen einfach nicht. Vielleicht hat es doch einen Sinn, dass wir genau jetzt diesen Text bekommen, der uns zeigt, dass es einen Raum für unsere Sorgen gibt, einen Ort, an dem wir nicht so tun müssen, als wäre alles in Ordnung. Aus der Psychologie wissen wir, wie ungesund es ist, unsere Sorgen zu verstecken, Dinge in uns hineinzufressen, wie wichtig es ist, Dinge auszusprechen, Formulierungen dafür zu finden, wie es uns gerade geht. In Gott haben wir ein Gegenüber, das mit unseren Sorgen umgehen kann, dem keine Sorge zu groß oder zu lächerlich klein ist. Ob Gott uns unsere Sorge immer gleich wegnehmen kann, weiß ich nicht. Aber Gott hört sie und trägt die Sorgen mit. Gott, wo sind deine brennende Liebe und deine Macht? Warum tust du nichts, Gott? Die Bibel ist voll mit Geschichten, in denen Menschen ihre Klage an Gott richten. Und oft ist es mehr als nur eine Bitte um Veränderung oder eine Klage über die derzeitige Lage. Wie im Buch Jesaja klagen die Menschen Gott an. Sie beschweren sich über Gott, warum sie Gott gerade nicht spüren können oder warum Gott ihnen nicht hilft. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir da etwas verlernt haben. Wir trauen uns oft nicht, Gott etwas Negatives entgegenzusetzen, Gott anzuklagen oder vielleicht sogar zu kritisieren. Gott, warum tust du mir das gerade an? Muss das wirklich sein? Was spricht denn da dagegen, so etwas zu sagen? Weiß Gott nicht schon längst, wie es mir geht? Wenn Gott uns wirklich verspricht, wie ein Vater oder eine Mutter für uns zu sein, darf ich dann nicht auch ein bisschen zurück in die Pubertät und rebellieren? Sagen, wenn mir etwas nicht gefällt? Testen, ob es nicht auch einen anderen Weg gibt? Das heißt ja noch lange nicht, dass ich im Endeffekt diesen Weg nicht trotzdem akzeptieren kann. Aber gefallen muss es mir deswegen nicht. Am Ende der Klage Israels bleibt das Volk jedoch nicht bei der Klage stehen. Reiß doch den Himmel auf und komm herab. Die Klage schließt mit der Hoffnung. Der Hoffnung, dass Gott zu seinem Volk kommt,
dass sich mit Gott zusammen die Situation doch ändern wird. Advent ist die Zeit der Hoffnung. Wir hoffen auf die Nähe Gottes. Wir hoffen auf Gottes Ohr für unsere Klagen. Wir hoffen auf eine kommende gute Zeit. In seinem Brief an die Römer schreibt Paulus: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Gott, wir bitten dich, für alle, die deine Hoffnung gerade so dringend brauchen, für diejenigen, die das Licht am Ende der Dunkelheit gerade nicht sehen können, schenke ihnen dein Licht und deine Wärme. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir bitten dich für die Kranken in den Krankenhäusern und zu Hause und für all diejenigen, die ihnen Tag und Nacht zur Seite stehen. Lass sie den Mut nicht verlieren. Schicke ihnen deine Geduld. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott, sieh auf unsere Erde. Sieh unsere Hilflosigkeit, aber auch unsere Zweifel, wie die richtigen Entscheidungen auszusehen haben. Weise uns den Weg, lass uns Einsicht haben. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Zieh in den Herzen der Machthabenden in unserem Land ein. Stärke ihre Menschlichkeit. Lass sie nicht vergessen, in welcher Verantwortung sie stehen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott, lass uns nicht aufgeben. Verwandle unsere Ratlosigkeit in Tatendrang. Mit dir gemeinsam wollen wir uns einsetzen für eine bessere Welt. Für eine gerechtere Welt, die auch noch für unsere Kinder und Kindeskinder ein Ort sein kann, an dem sie sich wohlfühlen. Gemeinsam beten wir das Gebet, das uns mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt vereint. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
So lasst euch stärken für die kommende Woche. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.